Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Die Summe der Flächeninhalte zweier Quadrate beträgt 818. Das Produkt der Diagonalen von dem einen mit der Diagonalen des anderen ergibt 782. Frage: Wie lang ist die Seite des größten Quadrats? Nennen wir die Seite des größten Quadrats x und die des kleineren Quadrats y. Durch den Satz des Pythagoras in diesen rechtwinkligen Dreiecken wissen wir, dass die Diagonale vom großen Quadrat x mal Quadratwurzel von 2 misst und die Diagonale vom kleinen Quadrat y mal Quadratwurzel von 2 misst. Durch die Angaben wissen wir, dass x Quadrat plus y Quadrat 818 ist und dass das Produkt dieser beiden Diagonalen, also 2 mal xy, 782 ergibt. Was wir suchen, ist die Seite x von dem großen Quadrat. Hier sehen wir x² plus y² und hier das Doppelprodukt 2xy. Das erinnert natürlich stark an x plus y im Quadrat gleich die Summe dieser zwei Quadrate plus dieses Doppelprodukt. Aber diese Summe, das ist 818. Und dieses Doppelprodukt, das ist 782. Also ist das Quadrat von x plus y 1600, woraus wir schließen können, dass x plus y 40 ergibt. Durch genau dieselbe Überlegung, aber dieses Mal mit x minus y im Quadrat, finden wir heraus, dass dieses Quadrat gleich ist zu dieser Summe, also 818, minus dieses Doppelprodukt, also minus 782, das heißt 36. Da das Quadrat von x minus y gleich 36 ist, muss x minus y 6 sein. Aus diesen beiden Gleichungen können wir den x-Wert finden, indem wir diese addieren. X plus x macht 2x, y plus minus y macht 0 und 40 plus 6 macht 46. Also ist 2x gleich 46, das heißt x gleich 23. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 23. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.